Ihr hört Proton, das freie Radio. Auf alle Viere komm ich heim, zum Morgen um vier. Ich weiß, ich hab gesehen, dass ich früher daheim bin. Es war so schön und wir haben gelacht. Und der Hans hat Witz gemacht, du kennst ihn ja eh. Das ging so lustig weiter, die ganze Nacht. Und eine Runde nach der andere ist gegangen. Mei, was haben wir gelacht? Ja, du hörst recht. Ich hätte trotzdem früher daheim sein sollen, wie es halt gesehen haben. Aber es ist halt passiert. Tränen sind gelaufen vor lauter Lachen und wir haben gesoffen. Die ganze Nacht. Ich weiß, es ist zum Morgen um vier. Und ich hab in Tuss ein paar große Bier. Bitte schaut sie sehr lieb zu mir, denn mir brennt schon der Schädel. Und das jetzt schon, zum Morgen um vier. Ich versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen erst, zum Morgen um vier. Absolut, Kind schlafen ja noch, es ist ja erst vier. Warum? Aber bist du eigentlich nicht am Schlafen? Zum Morgen um vier? Oder warst du vielleicht mit der Kathi weg? Bis zum Morgen um vier? Was rede ich da? An wie? Na. Ich lenk nicht ab. Zum Morgen um vier. Was? Rede ich mich wohl selbst? Hey, jetzt komm sehr lieb zu mir. Denn das passiert mir sicher nimmer, dass ich heimkomm erst zum Morgen um vier. Was es ist, zum Morgen um vier. Und ich hab in Tuss ein paar große Bier. Bitte schaut sie sehr lieb zu mir. Denn mir brennt schon der Schädel. Und das jetzt schon, zum Morgen um vier. Ich versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen erst, zum Morgen um vier. Schatzi, komm, hör mir doch auf zum Streiten. Es hat jetzt eh keinen Sinn. Bitte, bitte. Lass uns schlafen gehen, denn es ist ja längst schon zum Morgen um vier. Nach einem langen Schlaf und einem Kaffee geht's besser zum Reden als jetzt um vier. Ach,
komm, lass mich ins Bett. Was? Ich soll auf der Couch schlafen? Das ist doch nicht dein Ernst. Aber okay, es hat ja einen Vorteil. Ich habe näher zum Klo. Aber geh. Morgen darf ich schon wieder zu dir ins Bett kommen. Zum Morgen um 4. Ich weiß, es ist zum Morgen um 4. Und ich habe ihn durch ein paar große Bier. Bitte, Schatzi, sei lieb zu mir. Denn mir dröhnt schon der Schädel. Und das jetzt schon. Zum Morgen um 4. Ich versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen erst. Zum Morgen um 4. Ich weiß, es ist. Zum Morgen um 4. Und ich hab nicht aus ein paar große Bier. Bitte, Schatzi, sei lieb zu mir, denn mir dreht schon der Schädel. Das jetzt schon, zum Morgen um 4. Ich versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen erst, zum Morgen um 4. Ich versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen erst, zum Morgen um 4. Versprich dir, ich komm nochmal heim, so besoffen. Erst morgen um 4. Verständnis dafür, dass wir heute natürlich auch keine Musik machen, ihr hört, also von den Stühlen reißen könnte, sondern dass wir die das entsprechend angepasste Musik machen. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Ja, meine Damen und Herren, es war jetzt einmal der Alfred Bischof mit seinem Titel Z'morgen um 4. Ja, ich versuche jetzt einmal etwas, und zwar versuchen, ans Radio zu kriegen. Hoffentlich, wenn es funktioniert. Sonst muss man es halt nochmal machen. Und irgendetwas anderes tun. Und jetzt schauen wir mal. Ich rufe nochmal an. Und es müsste funktionieren, hoffentlich. Hallo. Guten Abend, Studio B in Dornbirn, Radio Proton. Hallo. Ja, hallo. Servus. Hans-Jürgen, das ist Alfred. Servus. Ich hoffe, man hört dich gut und natürlich auch ja, dementsprechend. Ich hoffe auch, dass deine Freundin keine Rückkopplungen drinnen hat im Radio. Ich weiß es nicht. Ich bin zu weit weg. Ja, wir wollten. Nein, ich glaube nicht. Aha. Gut. Dann lassen wir mal das mal umkriegen. Mit meiner vergrätzten Stimme, aber okay, es funktioniert so halbwegs. Also, ich habe doch keine Rückkopplung, auf jeden Fall. Ja, passt dann. Ja, wir wollen ja mal kurz. Leiser geschalten warst. Ja, aha. Wir wollen ja mal kurz darüber reden, was am Freitag los ist. Du kommst ja nicht allein. Du bringst ja einen Freund mit, der Jürgen. Der ist ja seit einiger Zeit jetzt mit dir, glaube ich, zusammen, der mit dir auch die Musik macht. Also wir treten da jetzt als Du auf und versuchen jetzt einmal eine andere Richtung zu bringen.
und du stellst ja dann auch noch einige andere neue Songs oder eine neue CD vor, oder? Ja, genau. Also der Jürgen Makani, wie gesagt, der ist ja letztes Jahr vor dem Sommer haben wir uns eigentlich, weil ich ins Rad geschaltet habe und er eigentlich auch Musiker gesucht hat und so haben wir uns getroffen eigentlich. Und dann haben wir ihm halt erzählt, was ich mache. Und er selber, ja, er hat lauter so, er macht Percussions, also ganzes interessantes Gestell. Du siehst es dann eh, wenn wir zu dir ins Studio kommen. Mhm. Der hat auf einem Quadratmeter, da sitzt der Dommer dann auf seiner, ich sage immer so Holztrommler, Kajun oder wie es heißt, und tut dann mit seiner Percussion da super Sounds machen und das passt sehr gut zu mir mit der Gitarre, mit der Mundharmonika und ja, somit bin ich, weil sonst dreht ja entweder Unplugged auf, also ohne Begleitmusik oder mit Begleitmusik und jetzt halt die dritte Variante an jetzt mit dem Jürgen, als dass wir als Duo und den nennen wir uns einfach, oder ich nehme mir einfach Alfred Bischoff plus Percussions Hossen. Mhm. Und dann spielen wir einfach meine Lieder live, also da ist dann überhaupt keine Begleitmusik dabei, sondern als kommt wirklich, ja, das spielen wir als selber und es kommt sehr gut an. Wir sind jetzt in der Schweiz gewesen, wir waren gerade vor einer Woche waren wir ja in Deutschland, in Pfullendorf. Und dort war die Hütte voll, also sehr gut angekommen eigentlich. Und du hast ja, glaube ich, auch nach deiner Information, die wir hier haben, hat ja, glaube ich, Voll.at oder die VN, hat ja, glaube ich, irgendeinen riesengroßen Artikel geschrieben über die, über den Preis, den du da gemacht hast, im Deutschen Duster, glaube ich, oder was das war. Ausleihen habe ich da gekriegt, ja, ja. Weil du, weil du aber dort sehr großen Erfolg gehabt hast mit den ganzen Liedern, die du dort präsentiert hast. Und du bist ja praktisch ein riesen Allrounder, wie ich so sagen will. Weil du kannst ja genauso von einem Ort zum anderen, bist ein paar Tage wieder mal daheim und dann gehst du wieder weiter. Also es ist wahrscheinlich im Februar dann. Und im Frühjahr, wenn es dann wieder wärmer wird, gibt es dann wahrscheinlich auch wieder öffentliche Veranstaltungen, wie im Palast oder sonst irgendwo in Hohen im Sommer, wo man wieder irgendetwas tun kann. Oder? Ja, klar, das, wie gesagt, zuerst bin ich jetzt mal in Wien, denn wie gesagt, am März, da im Tschocherl, da drunter, und dann auch im Ich hab da was TV, wo ich auch live auftritt, sozusagen, ja. Mhm. Und wie gesagt, es sind denn, wir haben ja jetzt schon auch wieder Schwarzwald auch schon wieder Buchungen. Ja, es kommt jetzt, ich denke jetzt, dass sehr viel jetzt, besonders nach der Faschingszeit, dann wieder viel reinkommt. Jetzt sollen halt viele jetzt zuerst mal das Fasching vorbeigehen lassen. Das ist ja natürlich, die letzten Jahre war das ja nicht möglich und jetzt tun sie halt dort feiern, aber dann auch geht's dann wirklich mit der Musik, wo ich ja mache, mit Lebensliedern sozusagen, ja, wo ja die Herzen berühren sollten von der Menschen zum Nachdenken, zum ja, zum Mitsingen anregen, dann ist wieder Zeit für das, aber derzeit ist jetzt halt der Fasching da, Leilei, wie ihr seht, aber wir können ja nächste Woche ja dann zu dir ins Studio und dann machen wir dort einmal einen Vorgeschmack für alle, ja, was wir so machen, die Jürgen und ich, und laden natürlich alle ein, wenn wir dann live wieder im Ländle sind, dass man, ja, dass man den kommt zu uns, gell? Ja, ich hoffe, dass meine Stimme dann bis zu dahin noch besser ist, oder ja, das muss man halt schon. Aber ja, es wird schon funktionieren, hoffentlich, und ich bemühe mich halt einfach, dass ich den Kopf wegkriege, aber du kannst nicht ausreißen, es geht einfach nicht, aber okay.
Ich muss damit lernen und ich hoffe, dass wir jetzt einmal in der knapp anderthalb Stunde, wie ich jetzt gemacht habe, einmal schon mich so weit als möglich gut gehört hat und dass er so gut umgekommen ist. Also wenn du nichts siehst, wäre einem gar nichts aufgefallen. Also du nicht. Die Mikrofone und die Technik ist mal gut, die nimmt das sehr gut ab, muss ich sagen. Ja, ja. Es ist für mich heute die erste Premiere wieder im Jahre 2023, damit ich im Studio wieder irgendetwas tun kann. Das ist schon gut, weil es kommen dann immer mehr und mehr Sachen dazu, die in der nächsten Zeit vielleicht dann noch kommen. Und jetzt haben wir ja noch die Jingles von Proton mit drin. Das ist auch wieder eine Erneuerung, die wo gemacht wird und die wo ich mit einflechten will. Also damit man auch mehr andere Dinge kriegt. Also ich könnte ja noch, was weiß ich, Sirenen ablaufen lassen, ich könnte Explosionen ablaufen lassen, das weiß ich nicht. Aber ich meine, das muss jetzt mal nicht so sein. Dass man es übertritt, also Fasching-Ausgabe wäre schon gut, oder? Aber okay, aber es ist mir egal, ich lasse es so laufen, als es ist. Und ich habe aber auch zusätzlich noch die Musik von deiner Flüchtlingen, die beim Deutschcafé mit dabei sind und die auch ihre Wünsche praktisch bekannt geben. Die Lieder lasse ich dann auch noch mit abspielen. Also es ist heute mal international und einfach einmal bunt durch den Gemüsegarten, wie man so schön sieht. Und es ist für alle dann auch irgendetwas. Und das also kann irgendwie aufregen, dass es nur deutsche Schlager gibt oder Volksmusik oder so irgendwie, sondern dass man dann auch in die anderen Nationen geht, die halt gute Musik präsentieren. Ja, die Ausgabe von dir, die erste, die haben ja schon eingelegt, oder? Und da werde ich jetzt noch ein paar Lieder noch ablaufen lassen. Ja, super, dazwischen einfach einmal. Oder weil ich ja heute ganz anders geschafft, also ich habe Handy, Laptop, CD-Player, alles, da muss man noch mehr schauen, dass es alles mit der Ausstrahlung gut rauskommt, dass es auch mit der Übertragung gut funktioniert und dass es sowieso keine Probleme gibt, ne? Weil der erste Anfang war ein bisschen schwierig. Glaube ich. Ja, du hast ja auf der CD, wo du in den Blind gelegt hast, da hast du meine zwei Preisträger. Du hast es vorher schon erwähnt, wo ich im Deutschen Rock'n'Pop-Verband habe ich ja Auszeichnung im Dezember gekriegt, und zwar beim 40. Deutschen Rock'n'Pop-Preis. Wie gesagt, du schaffst alles, wofür das hin. Wie gesagt, die zwei Titel haben je zwei Preise gekriegt. Einmal habe ich den Preis für den Song gekriegt, der Deutsche Singer-Songwriter-Preis, und einmal habe ich einfach den besten Mundart Interpret 2022 gekriegt, wo mich total freut. Und wenn du denkst, ihr bei Radio Protons, ihr waren ja die Ersten, wo der Titel gespielt hat, besonders du. Ja, ja. Warum auch nicht? Also, es sind Lieder, die ins Innere gehen, die aber auch irgendetwas aussagen, die ein Gefühl irgendwo mit auszubringen und um auch auf die diversen Dinge auch aufgezeigt, mit dem Finger oder mit Zuse irgendetwas anderem oder mit dem Kuli, weil man ja ganz genau weiß, wie es da raus abläuft. Und ich habe die nächste, also der vierte Song ist jetzt Nie mehr weinen. Dann konnte ich praktisch schon die neuesten Songs von dir noch mit inne. Alles das, was jetzt noch läuft, also das sind dann noch 4 Stunden oder knapp, zweieinhalb Stunden sind es noch. Werde halt einfach noch alle noch mit innebringen. Ich glaube, weil die waren wir ja dann am Freitag
wenn es ausgeht, halt auch noch einige dann noch mit ihnen nehmen und dann halt einfach die neuesten Songs mit dem Jürgen dann machen, damit man dann auch ein gewisses Ding hat. Dass ihr mal eine hören könnt, genau anplagt, weil die neue CD ist ja so gut wie fast fertig, ein Song fehlt noch. Mhm. Und dann, wie gesagt, geht es ins Presswerk und dann hoffe ich, dass bis zum Sommer, dass es dann soweit ist, dass die CD in den Händen habe und dann, dass man den dir wirklich dann auch bewerben kann, der Leute vorstellen kann. Ja, das ist jetzt mal das ganze Ziel. Also wie gesagt, ich habe einiges noch zum Tun. Ja, sicher, das ist schon klar. Also die Musiker, ja. Musiker haben keine Freizeit. Die sind immer nur entweder auf dem Gaspedal oder sonst mit der Gitarre oder mit anderen Sachen beschäftigt. Ne? Genau. Und das ist halt von einem Ort ins andere. Ne? Genau, ja. Ich erzähle gerade, also meine Partnerin, die fährt ja all mit, unterstützt mich auch all. Auf dem Weg möchte ich mich auch bei ihr bedanken, dass sie all da ist, gern als liebe Gruß schicken. Sie ist eben nicht bei mir, sondern sie ist bei ihr daheim. Mhm. Aber sie hört dir zu. Ja. Die haben ihr den Link gleich geschickt von dir und hört dir auch zu. Ja, nee, also. Das lässt sie nicht, es lässt sie sich nicht entgehen, dass sie eine Sendung für dich jetzt nicht anlösen. Also. Ja. Vielleicht kann sie auch irgendwann einmal kommen, dann kann man mal über ihre Tätigkeit bei der Lebenshilfe mal berichten. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte. Mhm. Oder man kann es ausnehmen, irgendetwas anderes machen. Aber was ich sagen will, ja, es ist eigentlich gut, oder? Wenn man eine Partnerin hat, die hinter einem steht, die auch zu der Musik steht, die auch unter die Arme greift und mitführt bis zum Geld nicht mehr und auch noch schaut, wie man am besten alles noch umbringt. Also, dass sie, wenn sie Zeit hat, dass sie dann auch noch mitfährt und die dann auch noch damit unterstützt. Also, das ist immer schon gut. So etwas möchte ich auch noch haben. Das wäre auch mal ein großer Wunsch gewesen von mir. Aber okay, ich habe klein angefangen und bin immer noch klein im Radio. Also, ich mache meine monatliche Radiosendung. Ich bin im Beirat mit Ihnen bei Radio Brot. Also ich versuche dort auch noch einiges zu machen. Und der Beirat ist ja eigentlich gedacht, um auch für Menschen mit Beeinträchtigung die Türe zu öffnen, damit man auch Leute, die wo eine körperliche Einschränkung haben, dass die dann auch noch die Möglichkeit kriegen, aber im Radio auch irgendetwas zu tun. Darum sagen wir ja, wir sind ein freies Medium, wo man wirklich auch für andere Leute da sind oder denen irgendeine Unterstützung gibt, die ja gern einfach Radio machen wollen. Und wir haben viele, viele Leute, die blind sind oder so irgendwie andere Einschränkungen haben und die genauso Radio machen. Und nicht nur da im Freiburg haben wir auch ein oder zwei. In Tirol, den haben wir in der Steiermark geschaut. In Niederösterreich ist, glaube ich, auch einer oder zwei. Also es gibt genug Menschen, die wirklich fast nichts mehr sehen oder überhaupt nichts mehr sehen. Und die trotzdem auch irgendetwas tun wollen. Und die sind voll im Geschäft. Genau. Also, das ist das. Und das finde ich ja super, dass sie so machen. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, haben ja immer Welle, dass man niemand ausgrenzt, oder? Darum versuche ich auch, niemanden auszugrenzen. Und wir, in unserem Team ist es eigentlich auch so, dass wir niemanden ausgrenzen und wir versuchen immer, die richtige Lösung zu finden und auch irgendeine andere Variante zum schauen, dass wir die kriegen. Wenn es halt irgendein Problem gibt, okay, dann hat man auch die Möglichkeit, dass man irgendjemandem mal hilft, oder dass man irgendjemanden unterstützt. Also es gibt genug Radiomacher oder Chefs, die einfach auch die erste Zeit mit dabei sind und dann danach einfach auch irgendetwas anderes tun und sagen so, jetzt kennst du dich schon aus und jetzt kannst du es selber machen. Also das ist bei mir auch so gewesen. Also ich weiß noch in Lienz, wo ich gesehen bin,
dass dort meine Programmchefin, ich glaube, 4 oder 5 Mal bei mir war und dann oder hinter mir gestanden ist und geschaut hat, wie ich das alles mache. Und dann hat vom Platz gesagt, so, lieber Jürgen, und tschüss, ich gang und mach selber. Also, und wenn du einen Kopfstand machst, dann mach halt einen. Aber deine Sendungen hast du bis jetzt gut umgebracht. Also es gibt keine Beanstandungen. Und das ist auch so gegangen, bis die Corona-Krise aber grau ist und wo es dann aber ja, langsam alles wieder am Bach abgegangen ist. Aber ich will dich nicht allzu lang irgendwo belästigen oder was weiß ich, die für irgendetwas anderem abhalten. Aber ich habe noch irgendetwas zum Tun. Also, vielleicht muss ich schon schlafen. Jetzt höre ich mal deine Musik zu einer Hackle. Ja, das ist jetzt mal ein Ding. Also ich möchte mich mal bedanken für das kurze Interview. Wir sehen uns am Freitag um 2 Uhr im Radio, beziehungsweise wir zwei sehen uns ja schon um eine halbe Stunde, glaube ich, früher. Weil du mich ja vom Schlossplatz abholst, oder? Oder dort bei der Apotheke, ich stand noch dort um eine halbe. Und dann brauchst du dort eine Frage. Oder dann kann man umdrehen und dann rausfahren und alles richtig aufstellen. Und dann anfangen mit der Sendung. Genau, dann haben wir eine schöne Sendung gesprochen. Gell? Ja, okay. Also, dann sage ich mal danke. Gell? Und allen Zuhörern von Radio Proton. Und noch viel Spaß mit dem Hans-Jürgen. Gell? Und super, dass wir das zulassen. Danke, ja. Also, ja? Okay, tschüss, Baba, tschüss. Schönen Abend, ciao. Danke, da. Hey, kennst du Radio Proton? Ja, sicher kenne ich Radio Proton. Das ist ein super Sender, hey. Muss einmal reinlosen, super Sender. Kann ich nur weiterempfehlen. Echt? Ja. Das finde ich super. Proton, das freie Radio.